Hallo und herzlich willkommen zu Commandos 2, dem HD-Remaster. Man hat sich nämlich gedacht, was eigentlich viele machen heutzutage, wir bringen einfach mal ein Spiel mit dem Namen 2 und machen Remaster draus. Das hat man bei Age of Empires auch schon gemacht. Age of Empires 2 gab es ein Remaster, Die Siedler 2 gab es ein Remaster und so weiter und so fort. Es gibt wahrscheinlich noch viele andere Spiele, wo es auch ein Remaster gab. Tatsächlich habe ich Commandos 1 gespielt, also den ersten Teil von Commandos. Jetzt wird man natürlich denken, du hörst dich an wie 12, wie kannst du denn schon Commandos 1 gespielt haben? Ja, habe ich wirklich. Da war ich noch sehr jung, 6, 7, 8, ich glaube 7 oder 8 Jahre alt. Fand ich aber damals schon ganz lustig, weil es halt, ich überhaupt nicht verstanden habe, was abgeht und was man machen muss, aber ich fand es ganz cool. Und als ich dann gesehen habe, okay, es gibt von Commandos 2 ein HD-Remaster, dachte ich mir natürlich, hey, dann spielst du es doch auch mal ein bisschen. Und wir schauen uns einfach mal ein paar Missionen an. Das ist zum einen die jetzt erstmal die Trainingscamp-Mission. Und die sind auch schon ziemlich komplex. Wenn wir den befehlshabenden Offizier ausschalten, wird der Rest keinen Widerstand mehr leisten. Erst müssen wir diese beiden da lautlos ausschalten. Ich kann zu den Kabeln raufklettern und auf die andere Seite hangeln. In der Kiste, da dürfte sich etwas Interessantes finden lassen. Sobald du die Zange hast, bring sie her, dann schneide ich mich durch den Zaun und deaktiviere die Minen. So, genau, er sagt, deaktiviere die Minen. So, unsere Aufgabe ist jetzt quasi, mit einem von diesen zwei Kollegen, alle Deutschen auszuschalten, ne, kurz und knapp gesagt. Da erklärt man jetzt ein bisschen in der ersten Mission, so was man in dem Spiel machen kann, was es zu tun gibt. Ja, wir können zum Beispiel hier, Tab drücken, können wir zum Beispiel sehen, was der Sichtbereich dieser wunderschönen Einheiten ist. Und unsere Aufgabe ist es natürlich nicht entdeckt zu werden, beziehungsweise, Idealfall wäre nicht entdeckt zu werden, aber das Allerbeste, was uns passieren könnte, ist natürlich nicht zu sterben, weil wenn wir tot sind, ist die Mission vorbei, wäre natürlich total blöd. Grundsätzlich, das, was am Anfang gesagt wird, daran kann man sich halten. Hier muss man sich auch teilweise dran halten. Wir müssen zum Beispiel zu dieser Kiste und da halt diesen Zaun durchschneiden. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir halt alle Missionsziele erledigen müssen. Also ich werde euch gleich sagen, was genau ich damit meine. Im Missionsbriefing wurde ja gesagt, er will, dass wir hier den Zaun durchschneiden und die Minen deaktivieren. Aber da gehe ich dann gleich drauf ein. So, das Erste, was wir jetzt erstmal machen, wir schnappen unseren Pionier und machen ihn hier weg. Ja, ich finde das immer wieder schön, wenn es hier Tutorials gibt. So, den können wir jetzt fesseln und dann auch direkt einsacken. Tun wir natürlich verstecken, dass ihn keiner findet. Einmal hinschmeißen, können wir gleich durchsuchen. Ne, das sind wir. Gibt es nämlich gleich noch eine Waffe. Ist jetzt nicht so, dass wir die groß bräuchten in dieser ersten Mission, aber Hauptsache wir haben mal eine Waffe. So, was wir jetzt machen, ist einmal kurz hinlegen hier hinten. So, seht ihr jetzt nämlich hier diesen Sichtbereich. Gibt es so einen, naja, hellblauen und grünen Bereich. Wenn wir im grünen Bereich sind und liegen, sieht er uns nämlich nicht. Was natürlich immer total schön ist. So, jetzt warten wir ganz kurz, bis er einmal hier hinlatscht. Dann können wir nämlich auch die Rübe einschlagen. Übrigens, da oben läuft so eine Uhr, aber es ist jetzt nicht, dass es ein Zeitlimit gibt. Also nicht in allen Missionen. So, wichtig ist halt wirklich immer unerkannt bleiben, Stealth. Und funktioniert jetzt hier natürlich gerade ganz gut. Ich habe es natürlich auch schon mal angetestet. Also ich weiß natürlich jetzt auch schon im Großen und Ganzen, was ich machen muss in dieser Mission. Die Ausrüstung, die wir uns hier snacken, diese Uniform, die können wir dann nachher anlegen. Dann erkennen die uns idealerweise vielleicht nicht. Funktioniert allerdings nur bis zu einem bestimmten Radius. Also wenn wir zum Beispiel schießen oder irgendwas anderes machen, dann merken die natürlich schon, dass wir keine Deutschen sind, dass wir natürlich die bösen Briten sind. Sind wir nämlich übrigens Briten. Die quasi gegen die Deutschen kämpfen. So, haben wir nochmal mehr Ausrüstung, wunderschön. Okay, so was wir jetzt machen, ist den hier unten noch einmal kurz weg. So, machen wir einmal. So, darf er einfach mal nebenbei machen. Und er darf sich hier nebenbei schon mal hochhangeln. Das ist nämlich eine andere Sache. Es gibt nämlich bestimmte Tätigkeiten im Spiel, können von bestimmten Einheiten ausgeführt werden. Zum Beispiel er hier ist Green Beret. Warum? Ich meine, er hat einen Green Beret auf. Er kann zum Beispiel auf Masten klettern. Das kann nur er. Und dann er zum Beispiel hier der Pionier. Er ist quasi dafür zuständig, Leute umzunocken und zu fesseln. Na, das kann zum Beispiel auch nicht jeder. Es gibt zwar einige mehr, die das können, aber nicht alle. So, er geht jetzt einmal dorthin. Er kriecht einmal dorthin, nicht, dass ihn die anderen entdecken. So, das war jetzt falsch. Ich wollte eigentlich dorthin. So, hier kann er jetzt runterklettern. Hier seht ihr übrigens rechts so diesen Energiebalken. Das ist quasi die Ausdauer. Ne? Wenn die leer ist, dann hat er quasi keine Ausdauer mehr. Und dann würde er halt quasi runterfallen. Wenn er runterfällt, würde man das natürlich hören. Und da würden die natürlich alarmiert werden. Das wollen wir natürlich verhindern. So, jetzt gucken wir mal in die Kiste rein. Geknackt hat er sie schon. Da ist die Zange drin, die wir jetzt brauchen. Jetzt hatte die Mission gesagt, wir sollen hier das Ganze aufsperren. Das ist allerdings eine Falle, weil hier sind natürlich Minen, ne? Könnt ihr euch sicherlich denken. Das heißt, was wir jetzt einmal machen ist, wir krabbeln einmal hier durch und tu jetzt einmal hier den Zaun aufsperren. Klingt immer so komisch, aufsperren.
Dann gehen wir kurz mit ihm hier auf Tuchfühlung mit ihm. Tun hier einmal kurz dann das Menü öffnen. Na, ist noch nicht in Reichweite. Jetzt ist er in Reichweite. Tun einmal kurz mit ihm tauschen. Gib ihm jetzt die Handgranate, unserem Pionier. Weil der Pionier ist der Einzige, der Handgranaten nutzen kann. So, aber was wir jetzt zuerst machen, wir könnten jetzt natürlich hergehen, könnten die Handgranate hier reinwerfen. Problem ist, dann würde er natürlich alarmiert werden und würde ausrasten, würde dann rumballern und uns dann wahrscheinlich töten. Naja, weil ich natürlich nicht in der Lage bin, so schnell meine Waffen zu wechseln. Deswegen kriechen wir jetzt erstmal ganz gemütlich hier hin. Nein, geh bitte oben rum. Auch wenn es egal wäre, würde uns eh nicht sehen, weil ich weiß eh nicht, was er da bewacht. Feld mit Rüben oder so. Naja. So, geben wir jetzt erstmal eine Kopfnuss und tun ihn jetzt nur fesseln, ne? Ganz wichtig, weil irgendwo hinschmeißen brauchen wir ihn eh nicht, weil die sehen ihn ja da eh nicht. Er ist ja da eingekesselt. So. Meine Waffe. Die könnt ihr übrigens einfach da rein tun und dann wird die automatisch angerechnet. So, was wir jetzt einmal machen, ist natürlich dorthin kriechen. Dann ist hier eine Mine. Und ich glaube, da ist auch eine Mine. Na, weil wir müssten jetzt natürlich die Handgranate irgendwie schmeißen. Man geht jetzt hier auf die Nummer sicher, aber müsste die nicht entschärfen. Man könnte auch einfach, glaube ich, die Handgranate von hier da reinschmeißen. Aber damit wir es mal gemacht haben, tun wir jetzt unseren Minendetektor aktivieren. Und tun jetzt hier einmal die Mine suchen, die jetzt hier sein müsste. Da ist sie. Könnt ihr jetzt einfach deaktivieren mit dem Linksklick. Dann schmeißen wir die Handgranate. Dann haben wir die Mission in knapp unter 5 Minuten geschafft. Und das auch noch komplett ohne Verluste. Wenn ich das jetzt... Jawohl, das war's auch schon. 4 Minuten und 48 Sekunden haben wir gebraucht. Ist eine akzeptable Zeit gewesen. Und Commandos 2 HD Remaster ist quasi, ja, mehr oder weniger Commandos 2, aber halt einfach in HD. Und für viele Fans ist es natürlich schön, dass es diese alten Klassiker auch wieder in neuer Farbe quasi, in neuem Licht erscheinen. Ich persönlich bin tatsächlich auch schon ziemlich fixiert an das Ganze. Ich habe an der zweiten Mission ewig rumgemacht, weil es natürlich auch viel Trial and Error ist, quasi man probiert etwas aus und dann muss man natürlich abwarten, wie funktioniert das, wie klappt das und dann sitzt man halt mal 1-2 Stunden an so einer Mission. Was ich mir jetzt vorgenommen habe, ich werde jetzt natürlich immer mal wieder eine Mission hochladen. Das war jetzt die erste, das war quasi das erste Video. Dann, sobald ich dann die zweite Mission fertig habe, die dritte Mission und so weiter und so fort, gibt es immer wieder Videos. Kann halt auch eine Weile dauern, bis ich die dann mal geschafft habe, die Mission, weil es sind teilweise wirklich ein bisschen komplex und da muss man häufiger auch mal, auch wenn man es geschafft hat, muss man es dann häufiger probieren, dass man da nicht stundenlang dran sitzt. Deswegen bedanke ich mich jetzt hier erstmal fürs Zuschauen. Der Link natürlich für alle, die es mal selber spielen möchten. Das Spiel ist auf Steam, ist in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns demnächst mal wieder. Macht's gut. Tschüss.